Nityananda, hier in Indien, Bangalore Arena. Ich möchte etwas aus dem Buch Living Enlightenment von Paramahamsa Nityananda mit euch teilen. Was ist Liebe? Wann immer wir etwas betrachten, ist das Erste, was wir tun, uns auszurechnen, was wir daraus gewinnen können. Es kann eine Person oder ein Objekt sein, darauf kommt es nicht an. Unser Denken, in Gang gesetzt, entweder durch Furcht oder durch Begierde, versucht herauszubekommen, was in dieser Situation für uns drin ist. Unsere Aufmerksamkeit ist auf die Person oder das Objekt fokussiert. Es ist möglich, die Aufmerksamkeit auf unser Innerstes zurückzulenken und uns zu fragen, welchen Beitrag kann ich leisten? Was kann ich hinzufügen? Wie kann ich die anderen bereichern? Wenn es darum geht zu fragen, was habe ich davon, dann ist Begierde die treibende Kraft. Wenn es darum geht zu fragen, wie kann ich die anderen bereichern, ist Liebe das zugrunde liegende Motiv. Begierde ist eine Energie, die fordert. Liebe ist eine Energie, die gibt. Liebe ist eine intensive innere Erfahrung. Viele von uns denken, sie haben die Wahl, ob sie lieben oder nicht. Wir glauben, die Erfahrung und der Ausdruck von Liebe ist unsere Entscheidung. Wir denken, wenn wir nur wollen, können wir uns der Liebe bedienen. Wenn nicht, können wir es sein lassen. Nein, es ist keine Wahl, wie wir glauben. Die Liebe ist ein grundlegendes Bedürfnis des Lebens. Wenn ich Leben sage, meine ich damit nicht einfach atmen und auf der physiologischen Ebene lebendig sein. Ich meine damit lebendig zu sein auf der Seinsebene, als lebendiges Bewusstsein. Liebe auszudrücken und Liebe zu erfahren, ist der einzige Weg, um als bewusstes Wesen zu leben. Wenn du keine Liebe erfährst und zum Ausdruck bringst, kannst du nicht von dir behaupten, ein lebendiges Wesen zu sein. Auch wenn du ein- und ausatmest, es gibt so viele Tiere, Pflanzen und andere Dinge, die tagtäglich atmen. Du vegetierst einfach, das ist alles. Eine kleine Geschichte. Ein Schüler fragt einen Zen-Meister, spricht ein erleuchteter Meister? Der Meister sagte nein. Ein erleuchteter Meister spricht niemals. Nur Personen, die nichts von Erleuchtung wissen, sprechen. Dann fragte der Schüler, schweigt also ein erleuchteter Meister immer? Der Meister sagte nein. Ein erleuchteter Meister schweigt nie. Wenn er schweigt, ist er nicht erleuchtet. Der Schüler war verwirrt. Er fragte, weder spricht er noch schweigt er. Was macht er dann? Der Meister antwortete, er sinkt. Sein Dasein sinkt. Weder spricht er noch schweigt er. Sein wahres Sein sinkt. Nityananda.